das wir so auch, glaube ich, schon mal gezeigt haben. Sehr bekanntes Duell. Ich würde mal die beiden Hildesheimer-Jungs vorstellen, dann kannst du die Raccoons vorstellen. Ja, wir haben in Weiß in den neuen Hildesheimer-Trikots Chris Schumacher und Kolja Thyssen, auch bekannt als OBB, und fangen direkt an. Du kannst vielleicht dann Fabi Klaus und Janik vorstellen, die sind ja bekannt. Läuft. Ja, genau, die legen los. Fabi direkt am Surf, den kennen wahrscheinlich alle, die Kasterschelle himself. Da hat er auch mal gezeigt, warum. Ja, genau. Ja. Ich glaube, die Vorstellung hat er damit selbst übernommen. Spielt zusammen mit Yannick, beide super erfahrene Spieler. Sehr gegensätzlich, Yannick sehr agil, sehr viel spielerisch und tricky im Handgelenk. Und Fabi, ohne seine technischen Skills runterreden zu wollen. Ich wollte jetzt sagen, dass Fabi etwa nicht agil ist. Habe ich das richtig verstanden? Naja. Nicht so agil wie Yannick. Okay, okay. Nee, das verstehe ich. Ja, aber im Vergleich zu Yannick sind viele Menschen weniger agil. Der ist ja einfach ein kleiner Flitzer. Kleiner Flummi, ja. Kleiner Flummi, so von daher. Ja, auch ist der Boomball. Während, oh, Kolja direkt gar keine Rücksichtnahme auf seine Gesundheit. Okay, fängt direkt gut an. Und die von seiner Hildesheimer Kollegin auch nicht. Hinten reingerutscht, genau. Menu ist auch am Start. Grüße, Menu. Wichtig. Erste Diskussion. Ich glaube, kurze Auszeit, weil er da einmal den Arm sich geprellt hat. Ja, der ist ja auch einfach komplett auf dem Ellbogen drauf. Ne? Das ist nicht so clever an der Stelle. Ja. Okay, aber kann weitergehen. Genau. So wie er angezeigt wird. Genau, die beiden jetzt vorgestellt, Yannick und Fabi auch in der Liga eigentlich so das Seed-1-Team, würde ich mal sagen. Ist meistens so das Matchup. Ja. Ja. Man sieht auch schon, warum Yannick ein bisschen besonderer Spieler ist. Viel Spin auf dem Ball. Holt jetzt auch hier den Ball, weil er den gerade gut genutzt hat. Den will er natürlich dann auch nochmal haben, das ist ja ganz klar. Genau, das ist meistens so das Team Nummer 1. Dann auf 2 jetzt gerade gegen Hildesheim, hinten Taub und Tobi sieht man, glaube ich, hinten rechts im Bild, genau. Einer touch schon mal. Verhaut er dann. Ja, das ist bitter, der hat da eigentlich offenen Schlag. Ja, ärgert er sich auch, ne, jetzt auch. Kommen aber gut rein, haben schon mal das Break 4 jetzt, 2-3. Damit ganz gut gestartet. Für Hildesheim wird es natürlich jetzt darum gehen, einfach so schnell wie möglich Punkte heute zu holen gegen den Abstieg. Sind da gerade auf dem Abstiegsplatz, auf Platz 13 und müssen einfach punkten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gestern auf der Zugfahrt noch eure Podcast-Folge gehört zum aktuellen Ligastand. Sehr gut, vorbildlich. Ja. Genau, und hatte das auch so abgespeichert, dass die auf dem vorletzten sind. Ja, spielt aber heute halt auch eben gegen zwei andere AbschiedskandidatInnen. Eben gegen die Hauptstadt Berlin, die noch unten drunter liegt mit 14 Siegen, also auf dem letzten Platz. Und auch eben gegen Regensburg, die auch jetzt nicht so akut abstiegsgefährdet sind. Oh. Lecker. Ja. Leckeres Ding. Das gönnen wir uns auch mal noch im Replay. Ja, ja, der kommt aber richtig schön raus. Das gegen Fabi Klaus, ey, das tut natürlich doppelt gut. Zack. Mhm. Der schmeckt. Der schmeckt. Oh, ja. Erste technische. Ja. Ja, Hildesheim eben spielt auch gegen den direkten Konkurrent und auch Regensburg eben. Das heißt, kann durchaus sein, dass sie sich mindestens ein bis zwei Teams vor Ort retten. Kann aber auch sein, dass zwei Teams die vor Ort absteigen. Ja, also, das stimmt. Das wird richtig heftig heute noch. Okay. Ah, weiß nicht. Könnte man vielleicht gucken, ob auch Tränen fließen, also ob dann wirklich auch Emotionen nachher und Verzweiflung. Also wir werden das versuchen, alles einzufangen natürlich. Oh, no. Da ist die Backhand-Stelle. Ja. Geiles Teil. Hast du im Podcast auch schon angeteasert? Ist ein bisschen drauf hier, dass wir Drama erleben, oder? Ja, das. Naja, ich meine, ich komme nicht hier hin. Ich komme nicht hier hin, damit sich hier alle retten und die Recruits in die Playoffs oder ins Finalspiel. Also ein bisschen Drama will man ja schon haben. Ne? Ja. Also das gehört ja auch dazu zum Sport, dass nicht nur hier alle gewinnen. Aber schauen wir mal. Natürlich, ja. Nee, aber ich hatte auch andersrum im Podcast den Tipp abgegeben, dass eben nicht die beiden, also dass hier kein Team absteigt, sondern dass die beiden Teams, die absteigen, eben 0-3-0 Berlin und die 1-A-7 Straßenbande. Das passiert hier nicht jedes Spiel. Da haben wir aber schon das erste Ergebnis. Die 0-3-0 Berlin holt 2 Siege gegen die Dinos, gegen den Tabellenführer. Damit guter Start. Und ja, können sich dadurch vielleicht sogar doch retten.
muss man mal beobachten. Ausrufezeichen Spielplan für alle, die die es interessiert. Kompletter Spielplan. Dino schreibt, kennt die beiden von Hildesheim nicht, könnt ihr was über die sagen? Also, dass du Christopher Schumann nicht kennst, ist eigentlich ein Skandal, Mino. Der spielt schon länger, als du lebst, gefühlt. Nee, Chris, erste Generation Rounded-Spieler, glaube ich, seit 2017, 2018 ungefähr, zusammen mit Ben Stadler, als Highhawks bekannt, glaube ich. Kolja eigentlich OBBler. OBI muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Starkes Ding. Haben richtig schön gesehen, wie der Set, das Set kurz in der Luft stand, bevor Fabi den wegbrüten konnte. Ja. Gut das Tempo rausgenommen. Ja, Kolja, um das abzuschließen, ja, OBBler spielt aber eben auch viel in Hildesheim. Ich weiß gar nicht, ob er dann auch noch im Wendland überhaupt beheimatet ist, wahrscheinlich eher nicht, dass er so die Community, die mal aus dem Wendland kam, aber jetzt verteilt in ganz Deutschland. Ja, den brüllt er zweimal. Genau, jetzt aber halt für Hildesheim am Start als Kombi. Ben Stadler, für die es interessiert, ist nicht mehr in Hildesheim, sondern in Kiel. Der ist Tag geworden, das heißt, die Highhawks wurden auch so ein bisschen gesprengt. Das ist so als kleine Side-Info. Alter, diese Becken. Aber entschärft er gut. Ja, auf jeden Fall. So, Ajay, willst du jetzt tauschen? Ich wollte ihn nämlich eigentlich gar nicht anfangen, sondern du kannst die Musik ein bisschen leiser drehen, glaube ich noch. Ja, du musst ein bisschen leiser drehen, glaube ich. Und zwar haben wir den eigentlichen zweiten Co-Kommentator, der nicht ich bin, weil ich mache Regie heute erstmal. Der muss da gerade die Musik anmachen, weil sie direkt zu laut. Hat er den noch? Der hat den noch. Come on. Oh. Ah, Set ist wild. Come on. Der rutscht ihm ab. Schade, schade. Ja, dann gebe ich das Headset mal ab und Ajay kann sich dann auch noch mal vorstellen. Ja, moin Ajay. Hallo Jonas. Stell dich einmal kurz vor. Noch ein Raccoon, also der Kommentar wird nicht unparteiischer. Nee, genau. Ich bin leider heute raus, weil ich schon seit 4 Wochen zu Hause bin mit einem Bänderriss in der Schulter. Wäre natürlich auch gerne dabei gewesen heute, aber der Gesundheit geht ja vor. Genau. Kleines Update für mich von dem Spiel. Ja, es steht jetzt 9-7 für Kassel. Wir sind gut reingekommen. Wir hatten schon Breaks auf beiden Seiten. Sowohl mit Affen als auch im Spiel. Okay. Schön, da bin ich gespannt auf. Ja. Sieht auf jeden Fall vom Niveau her gerade sehr gut aus. Okay. Hier wird elegant der Kamera ausgewichen. Genau, schön Penguin-Dive. Da kommt der High-Call und von hier zumindest sah der auch so aus, oder? Ich bin mir nicht komplett sicher. Ich fand, dass Fabi ein bisschen mitgegangen ist mit dem Schulter, aber. Ich weiß nicht, ob wir da Replay von haben. 8-9. Ja. Okay, der ist eindeutig. Okay, wir haben scheinbar die erste Angabe wiederholt. Schade. Das wird 10 zu 8. Ich bin da nicht mehr so wählerisch eigentlich. Barbie am Surf. Genau, die Rückhände sitzen heute auch schon. Da hat er ja schon wieder mal gezeigt, dass er das kann. Da hat er ja letzte Woche in Berlin ja auch ordentlich gezeigt. Ne? Also, ja. Er hat ein schönes Turnier gespielt. Man hat sie inzwischen schon so oft gesehen, aber sie bleibt immer weiter schön. Auch wenn sie hier gerade nicht kommt. Ja. Ich glaube, sie haben den ersten sogar gecallt. Ich weiß jetzt nicht was. Ich habe auf meinen Kopfhörern das Netzmikro, das klang ein bisschen, als wäre der Rim mit dran gewesen. Okay, cool. Weil das höre ich natürlich ohne den Netzmikro nicht. Okay, der wird sicher reingespielt. Ja, ja. Erster Touch. Set ist gut. Zurück zum Netz gebracht. Da kommt Fabi, glaube ich, nicht richtig los. Ja.
Der war nicht so weit weg, der war eigentlich erreichbar, aber so wie er in der Startbewegung aussah. Ja. Aber ein bisschen unglücklich einfach. Okay, aber damit haben die Hildesheimer ausgeglichen. Hier! Punkt Fabik schon über. Aber ganz unbeeindruckt macht Fabik ihn weg. Kennst du den Namen von den beiden Jungs aus Hildesheim? Ja. Chris und Koya. Koya ist der Vordere. Natürlich die zwei Server aus Kassel, die unkonventionellste Serves vom Material jetzt vielleicht lügen und sagen Deutschland, aber wenn man da nicht auf eingestellt ist, dann tendieren die mal auch vorbeizufliegen. Ja. Annahme, oh. Schönes Set und oh, schön vorbei. Ja, sehr gut gelöst. Ja. Also ich weiß nicht, wie es mit Koya ist, aber Chris und Yannick kennen sich auf jeden Fall auch schon lange am Netz. Ich früher noch viel mit Yannick gegen Chris und Ben Stadler gespielt. Okay. Das war irgendwie so ein Evergreen auf vielen Turnieren. Ja, die Bälle fliegen hier die ganze Zeit unsere Richtung aus. Ja. Vielleicht müssen wir uns. Genau, also wenn wir irgendwie nach unten gucken, dann müssen wir nicht die Schuhe binden, sondern den Ball irgendwie aus der Technik fischen. Genau. Mal schauen, ob sie wieder Break rausholen können. Wieder aufholen. Schöne Angabe. Sets. Der war hoch, oder? Ja. Ich habe mich auch schon gewundert, hätte auch gesagt, dass die Angabe hoch war, aber spielen sie runter. Und dann ein bisschen glücklich auch, wie sie den beenden. Oh, mit Kurze und der Hit on two. Oh, Yannick. Ja. Oh, den bringen sie drauf. Den bringen sie drauf. Oh, schade. Der wäre so geil. Schade. Gute Rallye. Absolut, absolut. Ja, ich bin normalerweise auch immer der Person, die dann sehr gerne durch die Halle schreit und die Jungs von Kassel natürlich anfeuert. Versuche ich mich jetzt ein bisschen zu benehmen, damit ihr zu Hause nicht auf einmal die Lautstärke zuhört. Ja. Jetzt kurze Verwirrung, wer wo stand. Nur die, komm! 13-2. Wie bitte? 13 beide. Ich hab 3-2 verstanden, sorry. 3 beide. Erst. Gecallt. Ja. Sehr eindeutig. Okay. Alles gut. Komm, nur dir. 3 beide. Und ein Doppelfehler. Jawohl. 14-13, das heißt Satzpunkt für die Kassler. Lisa, hast du noch einen Ball? Das ist ja auch sehr typisch, Fabi, immer mal den richtigen Ball auszuwählen. Ja. Da gibt es ja natürlich so ein paar Spieler, die da sehr viel Wert drauf legen. Jetzt Fabi mit dem ersten Satzball und holt ihn direkt mit dem Ass. Ja. Da hat er den richtigen Ball gewählt anscheinend. Ja. Das heißt, das erste Satz für Kassel. Ja. Andere Spiele schon eingetragen sind. Hallo. Genau. Laufen natürlich super viele Waschbären rum. Genau. Für diejenigen, die ihn kennen, heißt eben gerade Thomas angetrödelt und hat uns außer aus dem Bildschirm gekrust. Ja. Genau, jetzt haben wir gerade ein bisschen Leerlauf, weil tatsächlich auch bei Herren 2 der Satz vorbeischeint. Die Damen werden gleich den zweiten Satz beginnen. Von da haben wir aber... Weiß nicht, ob wir den Kamera... Ja, die Kassler-Damen haben den ersten Satz geholt. Ohne Rücksicht auf Verluste hier.
Genau, die Kassler mussten heute gehen vor jedem Satz, da die ja noch eine Möglichkeit haben, um in den Finalspieltag einzuziehen. Genau. Hoffentlich bin ich dann bis dahin auch wieder fit. Okay, ja, mal gucken, was da hinten ist. Apropos Fitness. Fitness, genau. Nora liegt gerade auf dem Boden. Und wir haben leider heute nur zwei Damen dabei, da unsere dritte Dame Helena leider auch rausgefallen ist. Diese Woche eine Verletzung am, ich glaube, es war am Fußgelenk. Ne? Mhm. Ich meine auch. Genau. Ja. Dementsprechend wäre natürlich bitter. Wäre das sehr bitter, wenn wir jetzt eine Dame verlieren. Ja. Okay, sie läuft zumindest wieder. Vielleicht laufen würde ich jetzt nicht raus. Direkt nennen. Ich würde jetzt gehen sie sagen. Sie steht, genau. Ja. Okay. So, dann mal zurück zum das erste Männerspiel hier bei uns. Ja. Hier soll mal beginnen und stehen jetzt natürlich noch mehr unter Druck als ohnehin schon. Ups. Angenommen, da war der Coach aber leider nicht hoch. Wieder. Ja. Und auch im zweiten Satz, die beiden kommen wieder gut rein. Ich bin auf 2. Die Angabe ist auch keine Serie, aber die Angabe von Fabi erstmal gebrochen, weil das war gefährlich, das ist eine gute Entscheidung. Ist hoch. Und der Ball ist weg. Ah, da haben wir noch Ersatz. Das scheint da nicht so anspruchsvoll an dem Ball zu sein. Wird genommen, was da ist. Ja, noch ein bisschen Ersatzballer. Sichere Angabe. Wisst ihr gut. Genau. Wir sehen auf jeden Fall, was ich vorhin meinte, mit seiner Agilität. Der fliegt hier rum beim Abschluss, beim Receive. Ist eigentlich relativ egal. Da ist der Yannick Jaffor bekannt. Und das war leider Rim, glaube ich, oder? Ja, oh, tatsächlich. Also das wäre jetzt dasjenige, was ich gecallt hätte. Mhm. Das ist sehr flach, also muss man ausgehen. Ja, also der war super flach, aber genau. Aus meiner Perspektive sah er gut aus. Deswegen, ich habe mich schon gefreut. Kurz. So, Fabi, boom, den weg. Ja. Das wird kompromisslos ausgespielt von den beiden gerade. Natürlich auch wichtig. Fabi schaut sich mit anderem Spielen, verpasst den Ball erstmal kurz. Ja. Natürlich auch immer wichtig für den Kopf, dass so Bälle, die man einfach wegmachen muss, dass die auch weggemacht werden und man. Oh, da ärgert er sich, der eiert an ihm vorbei. Gut, hat leider den Block nicht. Ja. Ja, hat vielleicht auch mit ein bisschen mehr Kraft hinter den Abschluss gerechnet. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir hatten noch diskutiert, ob wir einen zweiten Kamera anschließen, damit ihr nochmal einen besseren Blick habt zu Hause. Dass wir auch aus der zweiten Perspektive euch Ballwechsel zeigen können. So, und auch hier wurde der Ball auf den zweiten weggemacht. Schau, was Janik von der Angabe zaubert. War schön auf dem Rim. Ja. Ich hoffe, der zweite sicher drauf bringt. Na, knallt er wieder. Gemacht. Ich weiß nicht, ob er der Ball sich selber angespielt hat. Es sah so aus, ja.
Schaufel. Da hat Kassel wieder ein schönes Break. Das Ass hinterher. Ja. Aktuell sieht das sehr gut aus für die Kassler, die... Mittlerweile ist 7-3 unsere Regiefeld, dass wir da die beschäftigt sind. Okay, Jonas. Im Punktstand mache, kann ich noch mitmachen, aber... Muss mal schauen, ob wir überhaupt noch... Okay, wir sind noch online. Einer unserer beiden Bildschirme ist kurz ausgegangen. Ja. Oh Gott, oh was! Ja, ich muss es sehen. Sneaky, sneaky. Hat der Hildesheimer Junge noch zwei kurz gelegt. Ja, Aber da haben sie die Punkte, die sie wollten. Ja, es wurde noch kurz diskutiert. Ich habe leider ich glaube über einen Hinder bei Fabi, aber Fabi sagt, glaube ich, nee, da habe ich nicht drauf reagiert, da komme ich nicht hin. Okay. Zweite Angabe für Hildesheim. 4-7. Sehr flach. Ja, aber nicht regulär auch. Habe ich nicht tief genug durch die Knie. Schon ertunnelt. Ja, aber ich glaube, da muss man sich tatsächlich schon auf den Boden setzen, damit man da im Block tief genug ist, wenn der Ball so flach gespielt wird. Alle geschickt gelöst. Zerstörbar. Ja, der elegante Pinguin Slide hier, denkt außerhalb des Sichtbereichs von Kamera, damit er nicht mit Kamera kommt. Hi, wird trotzdem gespielt. Ja. Und der Punkt gibt ihm recht. Genau. Komm auf, nicht nachlassen. Also, ne, das meinte ich. Das Selbstbewusstsein ist da, weil sie genau die Bälle, die sie vorhin angenommen haben, wo sie gesagt haben, die machen wir mit 1, 2, 3 weg. Die haben sie bisher weggemacht und dann... Ja, die haben ja eine sehr gute Side-Out-Quote und die sind dann auch, so, wenn der Receive gut ist, Richtung Netz kommt, spielen sie dir dann auch aus. Da wird kurz diskutiert und kurze Verwirrung wegen der Rotation Point. Legt der Lefty an, jammt schön auf rechts. Schönes Aus. Komm mal, Janik. Ja, und da ist das Break von Hildesheim. Ja, wir müssen aber noch weitere nachlegen. Eckpenig. Das ist eine Angabe, die ich selber nicht auch das versucht habe, aber noch nicht richtig der Technik rausgehabt habe. Und Fabi auf 2. Fabi mit der falschen Entscheidung. Genau. Leider, ja. Fabi, wenn du nachher den Stream nachschaust, 10 Push-Ups, ne? Du kennst die Regeln. Ja. Okay, die Kassler nehmen das Timeout an dieser Stelle. Wahrscheinlich nicht die verkehrteste ergänzte Zeitpunkt. Die Hills haben jetzt für 2 Breaks. Die Kassler aber trotzdem noch mit der Führung. Und um da jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Genau, ich glaube auch mal die Jungs von Hildesheim nicht in das Rhythmus zu kommen lassen, damit sie weiterhin die ersten schlagen. So, ich glaub, wir haben hier eine Frage im Chat, vielleicht weißt du das. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Halle ist, in der auch der Winter Clash stattfinden wird. Ich bin relativ sicher, dass oder? Genau, es war die gleiche Halle. Wir haben allerdings heute jetzt nur die Hälfte von der Halle. Wir haben bei der Spring Clash im April auch wieder die komplette Halle haben. Die ist gigantisch. Also die ist echt riesig. Ich glaube, das sind 2 Fußballfelder, also Futsalfelder nebeneinander. Sprich, deswegen können wir in Kassel ja auch immer etwas größere Turnieren anbieten. Genau. Die Halle gehört die Hälfte der Stadt Kassel und die Hälfte der Uni. Wir sind ja angegliedert bei der Hochschulsport. Deshalb kriegen wir ja relativ einfach Zugang zu diesen Hallen.
wo wir natürlich die Uni Kassel kurze Werbung ganz dankbar natürlich. Ja. So, wir müssen jetzt mal, glaube ich, kurz... 9-7, zweite Angabe. Nee, Punktstand ist 10-8. Ja. Okay. Sorry dafür. Da ich und den letzten Punkt habe ich gerade deswegen verpasst, weil ich halt hier auf dem Bildschirm geguckt habe. War eine schöne Angabe von Fabi, dann gute Sideout von Hildesheim. Okay. Dann steht es jetzt 19. Schön, Lefty. Ja. Set Touch. Schönes Stop. Komm mal, aha. Und da ist ja der Ausgleich. Ja. Genau. Den Rotation Point ist natürlich wieder eine schöne Sache für Hildesheim. Janik stand leider ein bisschen verloren im Feld. Nicht nah genug für den Block und. Okay, spielen wir wieder. Nochmal, du, komm! Oh, schöne Soft-Touch. Oh, schade. Ja, Chris mit einem guten Soft-Touch, obwohl es beim ersten auch ein bisschen aussah, als würde er eher abgeschossen werden, als den Ball annehmen. Aber, genau, der Dropshot missglückt dann leider. Schön den Körper aufgemacht, damit er den Ball auch weiterhin verfolgen konnte für den Soft. Ja, da finden wir die Lücke. Genau. Da war, glaube ich, gar nicht so viel Platz zwischen. Komm aus guter Druck, Janik. Das war wild, Janik. Also, wie siehst du, hä? Komm mal, Janik. Okay, nur dir. Hey, beide. Ja. Erste. High gecalled. Gecalled. Ja. Janik ja auch ein Spieler, der nicht so groß ist. Genau. Halt auch immer sehr selbstbewusst, damit man eigentlich meistens keine Diskussion hat. Also es ist doch auf jeden Fall meine Erfahrung. Ja. Ich spiele ja öfters gegen Janik und Fabi im Training. Und wieder ein schöner Angriff von Fabi. Ja, und zack sind wir quasi wieder da, wo wir vor 10 Punkten oder so waren. Die fast mit 2 Punkten vor. Drei, ich korrigiere mich. Oh, da gibt es einen Call. Okay, zwei neue. Ich habe zumindest auch über das Netzmikro nichts gehört, aber... Okay, das ist nicht gleich beim selben Ergebnis. Ja. Ja. Fabi hat sich ganz lang verlassen auf den Rückhand, ist mittlerweile mit einem... der normalen Vorhand auch sehr stark geworden, hat sich da auch sehr viel Zeit investiert. So, zweite für den Matchpunkt. Da ist die Rückhand. Und bringen sie durch.